Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Streaming-Tipps. Ich möchte mit euch heute über 10 Do's und Don'ts, beziehungsweise die 10 Streamer-Knigge sprechen. Machen wir es so. Und zwar habe ich mir hier 10 Punkte rausgeschrieben, wo ich immer eine schlechte Sache, beziehungsweise eine schlechte Eigenschaft eines Streamers und eine gute Eigenschaft von gewissen Leuten und Streamern rausgeschrieben habe und die einfach mal gegenübergestellt. Also sprich, ja, der Grad, die Gratwanderung zwischen gut und schlecht, beziehungsweise zwischen positiv oder negativ, ist halt ja immer relativ gering. Und das möchte ich gerne heute einmal mit euch diskutieren. Und ja, da wird wahrscheinlich der ein oder andere Punkt sein, der euch auch interessiert. Deswegen lasst uns anfangen. Ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich solche Videos auch mal im Stehen aufnehmen würde, ne? Und ich hätte so gerne einen höhenverstellbaren Tisch und würde diese fucking Videos einfach im Stehen aufnehmen. Aber es geht leider nicht. Fangen wir an. Punkt 1, das richtige Mindset. Es ist mir schon ganz oft auf Twitch aufgefallen, dass Leute sehr, ja, unsicher sind. Also klar, es ist komisch, in eine Kamera zu sprechen. Und klar, es ist komisch, mit sich selbst zu sprechen. Aber die Zuschauer sehen euch immer so, wie ihr euch selbst auch seht. Sprich, reflektiert euch und überlegt, was habt ihr dem Zuschauer zu bieten. Beziehungsweise überlegt anders. Kommt selbstbewusst rüber, aber nicht arrogant. Also gebt dem Zuschauer das Gefühl, dass er euch gucken sollte, dass er euch gerne gucken kann, dass ihr ihm einen Mehrwert bietet, aber wirkt nicht oder seid nicht arrogant. Das wäre jetzt Do und Don't. Reflektiert euch selbst, wenn Leute mal nicht wiederkommen. Überlegt, warum kommen sie nicht wieder, warum sind wir weniger, und seid nicht so arrogant und sagt, hey, ich bin jetzt auf Twitch, jeder sollte mir zuschauen, sondern ihr seid, Twitch bietet die Plattform und ihr seid der Content Creator, nutzt die Plattform so gut es geht. Punkt 2, nimm ein Spiel, was dir beim Wachsen hilft, aber nicht das Spiel mit den meisten Zuschauern. Als kleines Beispiel, Super Smash Bros. Mario, Super Smash Bros. Ist ein Spiel, was sehr hektisch ist. Ihr könnt nicht mit irgendwelchen Zuschauern agieren, weil ihr euch mehr auf das Spiel konzentriert, oder irgendwelche Rennspiele, beispielsweise Battle Royales. Das ist so Warzone-Spiel. Ich aktuell sehr gerne. Es ist zwar auch sehr überstreamt, aber nehmen wir einfach mal als Beispiel PUBG. Kein Mensch auf der Welt würde bei Warzone so lange runterscrollen, bis er auf einen Streamer mit einem Zuschauer kommt oder mit 3 Zuschauern. Da muss man realistisch sein. Man sollte also schon ein Spiel auswählen, was einem selbst Spaß bringt, weil sonst bringt es dem Zuschauer auch keinen Spaß, wenn du keinen Spaß daran hast. Und dann nimm dir ein Spiel, in dem du gut bist. Wenn du Battle Royales magst, Apex Legends, PUBG, das sind alles Spiele, die auch im oberen Segment sind, die gut geschaut werden, aber die nicht völlig überstreamt sind, zumindest auf im deutschen Markt oder auf deutschen Twitch. Sprich also, nehmt ein Spiel, womit ihr Spaß habt, worin ihr gut seid, wo ihr gut mit den Zuschauern agieren könnt, die dem Zuschauer eventuell auch Mehrwert bietet. Und ja, nehmt nicht nur ein Spiel, weil 100.000 andere Leute das auch spielen und das streamen. Tipp 3. Nutze einen YouTube-Kanal, aber ladet da nicht einfach nur eure Twitch-Uploads hoch. Es funktioniert nicht, glaubt mir. Leute wie Shroud oder Monte oder irgendwelche anderen großen Streamer haben bereits eine große Zuschauerschaft und die vermarkten sich einfach doppelt. Sprich, die nehmen ihren Content, den sie auf Twitch gebracht haben, laden den nochmal auf YouTube hoch und monetarisieren ihn dort nochmal. Du kannst mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld generieren. Das funktioniert, wenn du bereits eine Community aufgebaut hast. Es funktioniert aber leider nicht, wenn du noch keine Community hast. Deswegen mach eigenen Content für YouTube, biete den Zuschauern dort einen Mehrwert und bring die Leute von YouTube dazu, deinen Twitch zu schauen. Beziehungsweise die Leute werden dann von alleine rüberkommen. Klar, man sollte es ansprechen, aber ich habe mir das vor einigen Wochen auch vorgenommen. Ich habe erst wieder mit YouTube angefangen, indem ich Stream-Highlights hochgeladen habe. Das lief so mäßig gut. Seitdem ich YouTube-Content, eigenen Content mache, habe ich deutlich bessere Klicks. Woran es liegt, kann ich euch nicht sagen, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass es funktioniert. Ich habe deutlich mehr Klicks. Du bietest den Leuten einen Mehrwert und die Leute, die deine YouTube-Videos gucken, die werden dann auch auf deinen Twitch-Kanal rüberkommen und sich dort eben mit dir, ja, in Verbindung setzen, mit dir austauschen, eben Teil der Community sein wollen und werden. Punkt 4. Nutzt mehrere Plattformen. Und zwar YouTube, habe ich eben schon erwähnt, aber auch TikTok, Instagram. Besonders TikTok ist eine Plattform, die bietet so viel Potenzial. Ich weiß, TikTok ist cringe am Anfang und da gibt es komische Trends und komische Leute. Aber wenn man den Algorithmus erstmal so hat, dass TikTok einen kennt, in Anführungszeichen, dann werden euch wirklich Sachen vorgeschlagen, die euch auch interessieren. Mir werden Warzone-Videos vorgeschlagen, mir werden Gaming-Setups vorgeschlagen, Twitch-Sachen. Es bietet mir persönlich mittlerweile einfach einen Mehrwert. Ich habe auch angefangen, eigenen Content für TikTok zu kreieren. Meinen Namen und die Links findet ihr auch unten alle in der Videobeschreibung. Und es ist so, dass
ja, TikTok wirklich großes Potenzial hat, um Leuten auch beim Wachsen zu helfen. Da wird der Haupttraffic funktioniert eben über diese For You-Page, über diese Für dich-Seite. Dort werden Sachen vorgeschlagen. Wenn du eigenen Content machst, der die Leute unterhält, dann werden sie dir folgen, liken, die Videos werden viral gehen. Ich habe auf einigen TikTok-Videos 50.000 Aufrufe. Das habe ich in meiner Laufzeit auf Twitch nicht. Da habe ich 43.000 Aufrufe, 43.309 aktuell, Stand heute, jetzt, sofort, ja, dem 3.2., 17.14 Uhr. Und auf YouTube habe ich auch kein Video, was so viele Aufrufe hat. Deswegen nutzt die Sachen, die euch, die Plattformen, die euch zur Verfügung stehen, kreiert eigenen Content dafür und bringt die Leute dazu und unterhaltet die Leute. Und nutzt nicht sowas wie Restream.io, weil die Leute sehen so, wie ihr euch selbst seht, habe ich ja eben schon gesagt. Das heißt, wer Restream.io sieht, nutzt, das ist eine Plattform, da streamt ihr hin. Und die streamt die Videos weiter auf YouTube, Facebook, Mixer, gut, gibt's da nicht mehr, Twitch, was auch immer es für Plattformen gibt. Und ja, es wirkt auf die Leute, als würdet ihr nur nach Zuschauern geiern und kommt dann eben dementsprechend, ja, so auch rüber. Es wirkt also nicht entertained, sondern eher nach Zuschauern geiern. Deswegen baut euch eine Marke auf, die euren Charakter, die euch ausmacht, und fangt lieber an, daran zu arbeiten, als mit Händeringend nach allem zu greifen, was es eben euch bietet, mit möglichst wenig Aufwand. Ihr müsst wirklich die Zeit Energie da reinstecken. Es ist einfach so. Punkt 5. Erinnert Leute daran, euch zu folgen oder zu abonnieren oder eure anderen Social Medias auszuchecken, aber bettelt nicht drum. Nichts ist unattraktiver, als um etwas zu betteln. Also es ist definitiv ein schmaler Grat zwischen betteln und daran erinnern. Ich kann euch nur empfehlen, bietet den Leuten einen Mehrwert, wenn sie euch abonnieren, zum Beispiel Sub-Emotes oder gewisse Rituale im Chat oder dass das gewertschätzt wird, dass sich die Leute freuen, die anderen Community-Mitglieder, dass jemand Neues dazugekommen ist und dem ganzen Gedöns, baut eben damit eine Community auf, sagt, bietet den Leuten einen Mehrwert, erinnert die Leute gerne daran, euch zu folgen, es ist ja nichts Böses, aber wie gesagt, bettelt nicht drum, weil das bietet euch keinen Mehrwert, die Leute folgen euch nicht, weil sie euch folgen wollen, sondern weil ihr euch darum gebeten habt und dann, dass die Leute dann nochmal wieder reinschauen und wieder zugucken, ist, ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering und Follow für Follow auf Twitch bringt auch keinem was. Beziehungsweise die Leute müssen euch aktiv schauen, damit es auf Twitch überhaupt irgendwas bringt, gesehen zu werden, damit ihr weiter oben seid. In diesem Sinne, guckt gerne mal in die Videobeschreibung. Ich streame dreimal die Woche auf Twitch, in der Regel Montag, Donnerstag und Samstag oder Sonntag. Ich freue mich auf euch. Sechstens, baue bzw. hol dir einen Designer bzw. baue dir ein Design schräger eine Marke auf. Etabliere dich bzw. nutze beispielsweise Fiverr. Habe ich jetzt gemacht. Ich habe heute tatsächlich mein neues Design bekommen mit meinem neuen Namen. Das werde ich dann auch jetzt für morgen dann das erste Mal im Stream auch so aufsetzen, umsetzen. Aber macht euch ein Logo. Das Logo soll euch natürlich repräsentieren. Aber ein kleiner Tipp von mir, nehmt euer Logo nicht als Profilbild, weil für mich ist nichts. Ich muss immer sagen, spreche in dem Fall immer auch aus meiner Sicht, und für mich ist nichts, ich sag mal, unattraktiver drauf zu klicken als jemand, der nur irgendein Logo mit einem Schriftzug als Profilbild hat. Sondern, wie ich eben schon sagte, baut euch eure eigene Marke auf und ihr seid die Marke. Das heißt, nehmt ein Bild, Profilbild von euch, was euch ausmacht. Keine Ahnung, euch beim Gitarre spielen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Bild aus dem Backstream, wo ich das ganze Mehl im Gesicht hatte, weil das auch einfach unser oder mein Humor ist, und habe das als Profilbild. Und sowas ist doch viel ansprechender als einfach nur ein stumpfer Schriftzug oder ein stumpfes Logo. Deswegen holt euch ein Design, baut euch eure Marke auf, ja, aber ihr seid die Marke und nicht euer Design. Punkt 7. Baut euch einen Streaming-Plan auf. Umso leichter ist es für die Leute, euch wiederzufinden und sich an irgendwelche Gewohnheiten zu gewöhnen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, es ist einfach so. Und viele Menschen haben ihren festen Arbeitstagesablauf. Und wenn ihr am Montag, Mittwoch und Samstag streamt, oder Montag, Donnerstag, Samstag streamt, dann wissen die Leute auch, wann sie bei euch einschalten können. Aber streamt nicht zu viel. Nur zu streamen bringt euch in der heutigen Zeit, auch gerade jetzt mit Corona, es sind so viele Leute am Streamen, das ist unglaublich. Und auch gerade jetzt, permanent live zu sein, bringt euch keinen großen Mehrwert. Guckt euch mal wirklich eure Twitch-Statistiken an. Ihr könnt auf der Internetseite, auf Twitch-Statistiken, im Scoreboard, im Dashboard, sehen, woher eure Leute kommen. Ob von extern, ob Follower, ob durch Durchsuchen-Page. Und ihr werdet sehen, es ist wirklich nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil, der über die Durchsuchenseite kommt, weil ihr eben so weit unten seid mit den kleinen Zuschauern. Deswegen, Leute, streamt regelmäßig, aber nicht zu viel, sondern nutzt die 3-4 Tage, die ihr dann vielleicht habt, um eigenen Content auf anderen Plattformen zu erstellen, wie eben YouTube, TikTok oder ähnlichem. Punkt 8.
Sponsoren. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ihr euch eure eigene Marke aufbauen sollt. Das macht Sinn. Ihr bietet damit eine Plattform für eben Sponsoren. Das ist auch da zum Beispiel unter anderem der Grund, warum Ninja aufgehört hat, so viel zu flamen, so viel zu fluchen, tatsächlich. Weil er sponsorenfreundlicher werden sollte. Und... Aber geht nicht unüberlegt Partnerschaften ein, weil das kann am Ende des Tages eurer Marke schaden. Beispielsweise, jetzt ein Beispiel aus dem normalen Leben. Nike verbindet jeder mit Sport athletisch, mit Sportverein, Fußball, allem drum und dran, allem möglichen. Und EA verbindet jeder mit geldgierig, wollen immer nur alles vorzeitig raushauen, ne? Schnelle Releases, nicht unbedingt alles immer durchdacht oder überdacht. Und damit haben sie sich halt auch ihre eigene Marke so ein bisschen kaputt gemacht. Und genauso kann es eben mit YouTubern oder Influencern auch passieren. Sprich, irgendein YouTuber geht irgendeine Partnerschaft ein, die gar nicht zu ihm passt, weil er eben nur das Geld sieht. Und was passiert? Die Community wendet sich von ihm ab oder der Ruf der Person ist geschädigt. Unter anderem in der kleinen Größe, in der wir uns jetzt alle hier noch befinden. Ich nehme mich da ja nicht raus, ich bin ja auch noch sehr klein. Aber wurde auch schon angeschrieben von beispielsweise einem Gaming-Booster, die gesagt haben, hey, möchtest du nicht mal unsere Produkte ausprobieren, indem du und im Stream bewerben? Du kriegst von uns einen Gutscheincode, wo es, keine Ahnung, 10-20% günstiger ist. Und ja, als Dankeschön sozusagen. Aber ganz ehrlich, es bringt euch in dem Fall keinen Mehrwert. Deswegen Sponsoren ja, aber nicht unüberlegt bitte. Punkt 9, investieren ja in euer Equipment. Wenn ihr es wirklich ernst meint, investiert in das Equipment, aber beziehungsweise in euren Stream, aber doch bitte für den Zuschauer und nicht für euch. Sprich also, investiert doch lieber in eine bessere Capture Card beispielsweise, damit das Gameplay besser aussieht in euren Aufnahmen. Für den Zuschauer, aber ihr müsst nicht unbedingt in ein Stream Deck investieren, also von dem Geld, was ihr im Stream bekommt, denn das ist eine Spielerei, das ist ein Luxusartikel, der euch das Streaming oder die Bedienung leichter macht, aber es bietet keinen direkten Mehrwert für den Zuschauer. Macht es so, nehmt das Geld, was ihr im Stream verdient, investiert das in den Stream für den Zuschauer, dass der Zuschauer einen Mehrwert davon hat, generiert noch mehr Geld und investiert das dann in Luxusartikel für euch eventuell. Das ist super wichtig, denn wenn ihr euch nicht weiterentwickelt und der Mehrwert für den Stream einfach nicht wächst, als kleiner Streamer hat man eben noch nicht das beste Mikrofon, noch nicht die beste Kamera, noch nicht das beste Equipment, die beste Qualität, was auch immer. Deswegen baut erstmal das aus, damit ihr wirklich die beste Plattform oder den besten Inhalt, den besten Content für eure Zuschauer liefert und dann, erst dann kommt der Luxus und ihr. Und Platz 10, werde Teil einer Community auf Twitch. Es gibt Streamergruppen, Communities, Discords. Seid präsent in dem, was ihr tut und auf den Plattformen, die ihr nutzt. Aber seid nicht, wie kann man das sagen? Da komme ich wieder auf dieses Thema Geier zurück. Seid nicht der Geier. Also seid nicht derjenige, der permanent euren Content bewirbt, sondern seid hilfreich in der Community, seid für die Leute da und bietet einen Mehrwert für die Community. Aber macht nicht nur ständig Werbung für euch und Leute, bitte. Lasst dieses Follow für Follow. Bitte, es ist grausam. Follow für Follow auf Twitch ist das Letzte, was ihr braucht. Denn ein Follow auf Twitch von einer Person, die euch nicht schaut, bringt euch nichts. Gar nichts. Es bringt euch nichts. Nur weil ihr 1000 Follower auf Twitch habt, heißt es nicht, dass ihr mehr gesehen werdet. Deswegen, Leute, bitte geht logisch an die Sache ran. Geht effizient an die Sache ran. Macht euch Gedanken zu dem, was ihr tut. Seid mit ganzem Herzen dabei. Und dann wird das Ganze auch funktionieren. Das waren meine 10 Do's und Don'ts. Wie kann man es auf Deutsch sagen? Mein Streaming-Knigge. Und wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wie immer, schreibt gerne in die Kommentare zu eure Gedanken, Fragen, Anmerkungen. Ich werde auf alles eingehen. Ich freue mich über jeden Kommentar. Zeigt es eventuell euren Freunden oder anderen kleinen Streamern, die ihr kennt. Wenn es denen weiterhilft, gerne. Dafür bin ich da. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.